Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, ich lese aus Lukas 15. Oder welche Frau, die 10 Silber groschen hat und einen davon verliert, zündet nicht Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freunde und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Ja, schaut man diese Frau, die hat den Silbergroschen verloren und sie sucht, fleißig, gründlich, mit Licht, mit Fägen und irgendwie findet sie diesen Silbergroschen. Es war viel Geld für sie. Und dann freut sie sich so sehr, dass sie auch die Nachbarinnen ruft und ihre Freundinnen und wirklich freut sich über dieses Geld, was sie gefunden hat. Aber wir sehen, was steht hier. Die Engel im Himmel werden sich freuen über einen Menschen, der verloren war und er findet jetzt zum Heil Gottes. Selber die Engel Gottes, selber Gott, Jesus freuen sich an einem Menschen, denn Jesus hat sein ganzes Leben gelassen für die Menschen, gestorben am Kreuz, um die Sünden zu vergeben. Jedem, jedem. Und er will alle retten, alle, dass sie an ihn glauben und nicht verloren gehen. Und er sagt es hier, vergleicht es mit dieser Frau. Interessant, ganz von Anfang in dem Kapitel steht Folgendes. Es kamen aber alle Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünde auf und isst mit ihnen. Schaut mal, was hat Jesus getan? Der ist mit den Sündern zusammen gewesen, hat gegessen mit ihnen, hat mit ihnen gesprochen, hat gesehen, wo ihre Einsamkeit ist, wo ihre Verdorbenheit ist, wo ihre Sünden sind und sagt, also er kann vergeben. Oder bedeutet, er wird sterben für die Sünden. Auf jeden Fall, er hat für sie Zeit gehabt. Und wir sehen zum Beispiel ein Beispiel von Zacchaeus, wo er wirklich zu ihm sogar ins Haus ging. Wie er sich verändert, wie ein Mensch durch die Berührung Jesus, durch Gespräch mit ihm, ganz anderer Mensch wird. Ja, er war jedes Mal klein von Wuchs und er sitzt auf dem Baum und meint, Jesus wird hier vorbeikommen und Jesus geht vorbei. Und Jesus schaut auf ihn und sagt, heute werde ich noch bei dir zu Hause sein. Und er freut sich, der Zacchaeus, und schaut, dass Jesus zu ihm wirklich kommt. Und dann im Haus, wo sie zusammen sitzen alle, dann sagt er, die Hälfte von meiner Güte werde ich den Armen vergeben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, werde ich Viertel mehr geben noch diesem Menschen. Er verändert sich sofort, weil die Berührung mit Jesus bleibt nicht umsonst. So freut sich Jesus über jeden Menschen, obwohl die Zöllner waren wirklich Sünder, die haben das eigene Volk beraubt. Zoll genommen und dann immer gestohlen für sich. Die wurden reicher und reicher und man hat sie nicht gemocht. Aber es waren auch Menschen, die manchmal durch die Sündenlast wirklich zerbrochen sind und die haben auch Heil gebraucht. Diese Dienst der Versöhnung, den wir haben, sollen wir auch wirklich gründlich suchen. Ja, wirklich in uns selber, im Wort Gottes, aber auch Menschen suchen, denen wir helfen können. Schaut mal, wie es doch so steht in 2. Korinther 5. Aber das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, so wichtig war es Paulus. Und er sagt es zu uns, wir sind Botschafter. Nicht nur die Evangelisten, nicht nur die Prediger, aber die Menschen, die Jesus erlebt haben. Die wissen, Gott hat ihnen die Sünden vergeben und sie können mit jemand reden. Ja, auch wenn es Zöllner sind oder Menschen, die eigentlich verachtet werden, auch mit diesen Menschen kann man reden. Auch mit Sünder und so. Wir sehen, alle haben sich gewundert, wie so Jesus, der so einen guten Ruf hat. Und er geht und spricht mit diesen Menschen, die keinen guten Ruf hatten. Der hat sie aufgenommen, der hat mit ihnen gesprochen und der eine und der andere hat Heil bekommen. Und wir sehen, wie es wichtig ist, wie sich auch hier
Die Frau hat sich gefreut über diesen Groschen, aber er sagt, die Engel werden sich freuen, wenn ein Sünder zur Buße kommt. Das Wort ist für uns, dass wir suchen gründlich, fleißig, wo wir jemand helfen können, wo wir jemand wirklich auch diese frohe Botschaft sagen können und jemand erretten. Uns ist dieser Dienst der Versöhnung von Gott gegeben, weil er durch seinen Sohn Jesus hat den Menschen die Sünden vergeben. Alles, was sie getan haben, hat vergeben. Und er will, dass wir jetzt sagen, versöhnt euch mit Gott, liebe Menschen. Und oft muss man dazu Schritte machen. Oft geht es also einmal, zweimal, zehnmal vielleicht mit jemandem zu sprechen, dass er fühlt, dass du ihn angenommen hast. Du kannst mit ihm über seine Not weinen, mit ihm. Du kannst mit ihm sich freuen über seine Freude. Du kannst so nahe zu ihm kommen, dass er wirklich glaubt, dass du ehrlich mit ihm meinst. Und dann fragt er ja, wie soll ich Jesus in mein Herz bekommen? Wie soll er mir meine Sünden vergeben? Und dann sagt man ihm, und er wird versöhnt mit Gott. Und die Engel im Himmel werden sich freuen. Gott möge wirklich diesen Dienst, dass wir ihn ausführen in unserem Leben. Danke, Jesus. Amen.